Hallo, ich heiße Adam Kirbas und das ist mein Podcast Identitätskrise. Das ist die zweite Folge meines Podcasts. Heute ist der 10. November 2022. Zumindest sagt uns der Kalender das. Ich bin hier in Ordu in der Türkei. Es ist ein regnerischer Tag, also es ist noch sehr früh, also es ist noch dunkel. Ich muss sehr früh anfangen, um diese Audiodateien aufzunehmen, denn sehr viele Leute, oder generell es ist zu laut und tagsüber. Deswegen um diese Zeit ist es sehr angenehm, es ist still, dass man noch etwas aufnimmt, Audio aufnimmt, dass man klar aufnehmen kann, ohne Störungen, ohne jedweiligen Verkehr sich herumschlagen zu müssen. Ich lebe hier in dem Haus, meine Eltern, die sind eigentlich verstorben oder umgebracht worden. Also das ist eigentlich diese Fragen oder diese Sachen, die mich nicht in Ruhe lassen. Es wurde immer gesagt oder mir vorgemacht, dass es ein Verkehrsunfall war, aber später habe ich dann erfahren, dass das alles nur eine Vertuschung war, sondern dass die beiden ermordet worden sind, genauso wie diese ganzen Ermordungsversuche, denen ich ausgesetzt bin. Also man hat sie einfach liquidiert. Und die haben ein Haus hier erbaut. Also beide Eltern haben in Österreich gearbeitet. Beide waren Migranten, die aus der Türkei als Gastarbeiter nach Österreich gegangen waren. Und die hatten alles einen Plan. Also meine Eltern haben selbstverständlich in einer Art und Weise gedacht, die selbstverständlich und typisch für sehr viele Gastarbeiter der ersten Generation ist. Sie haben ein Leben vorausgesehen, das schlussendlich in der Türkei stattfinden würde, wo sie sich dann zur Ruhe setzen würden, wo sie dann leben würden. Also die haben nicht viel weiter gedacht. Österreich schien zu fremd, zu distanziert. Und die haben sich eben hier ein Haus gebaut, aber die Ironie an der Sache ist, dass sie nie wirklich hier in dem Haus gelebt haben. Sie sind noch davor verstorben, bevor sie noch in die Pension gegangen sind, wurden sie umgebracht. Also dieses Haus, was einmal dazu dienen sollte, ihr Altersvorsitz zu sein, ihr Alterssitz zu sein, dort sich in Ruhe zu setzen. Am Ende haben sie da so viel Geld darin hineingepulvert, dass es ergebnislos war. Also ich habe mehr und länger in diesem Haus gelebt oder lebe in diesem Haus, als meine Eltern jemals in ihrem ganzen Leben hier gelebt haben. Also das macht einen auch nachdenklich. Und die Ironie der Sache ist, also, das ist im Grunde auch mir geschehen. In Österreich, ich habe auch ein Haus gehabt und man hat mich da verjagt. Ich habe in dem Haus auch wenig gelebt. Leute, die in das Haus hineingehen und bescheuerte Selfies und Fotos machen, haben in dem Haus länger gelebt oder waren in dem Haus länger, als ich dort gelebt habe. Und irgendwie die Geschichte wiederholt sich, man muss fast sagen. Ja. Und das macht einen dann auch irgendwie nachdenklich, ja, wofür man dann arbeitet. Das Leben, Ideale, ist es das, wofür wir alle arbeiten, Ideale? Oder brauchst du einen Plan? Brauchst du irgendetwas, um an dem du dich halten kannst? An denen du dich entlang handeln kannst, der dir hilft, klare Grenzen zu sehen, zu verstehen, deine Welt. Brauchst du irgendetwas, um jeden Tag einen Antrieb zu haben? Und was ist, wenn du dein Leben alles verschwendest? Man stellt dir vor, wenn jemand gesagt hätte, dieser Weg, den du gehst, der wird am Ende in einen Sack Gasse führen, aus dem wird es kein Weg mehr zurückkommen.
hättest du es anders gemacht, selbstverständlich. Aber es ist schwierig. Also für mich dieses Verhältnis auch zwischen Österreich und mir, das ist, in der Vergangenheit war es vielleicht noch eine Hass-Liebe-Vereinigung, Verhältnis, denn es ist schwierig, in Österreich mich als Österreicher zu bezeichnen. Das geht nicht. Das geht deswegen nicht. Erstens, in Österreich würde mich niemand als Österreicher bezeichnen. Und zweitens, ich selbst bezeichne mich auch nicht als Österreicher. Ich habe dort auch kein Zuhause, keine Heimat. Heimat in dem Sinne, es hängt auch sehr viel davon ab, wie man da behandelt wird. Also in Österreich habe ich jedes Mal das Gefühl, dass ich ein Mensch zweiter Klasse bin und ich werde auch so behandelt. Also für mich gelten nicht die gleichen Rechte. Ich habe nicht die gleichen Rechte wie jeder Österreicher auch. Und ich frage mich auch, also ich bin da auch immer, das ist auch irgendwie eine Angewohnheit von Leuten, die ein Trauma überstanden haben, dass man sich immer wieder fragt, ja, wie wäre mein Leben geworden, ja, was wäre anders geworden, ja. Ich frage mich da schon sehr oft, also was wäre wohl geworden, wenn meine Eltern vielleicht nicht nach Österreich ausgewandert worden wären, hätten wir hier in der Türkei überleben können, was für ein Leben wäre mein Leben hier in der Türkei gewesen, wäre es von Armut gezeichnet gewesen, wäre es von Bescheidenheit gezeichnet gewesen, naja, hätte ich mich eben bescheiden müssen. Und am Ende hat ja das Leben in Österreich ohnehin mir nichts gebracht. Ich habe sowieso nichts aufbauen können in Österreich. Es war sowieso umsonst, wenn man so will. Also welchen Unterschied hätte es gehabt, in der Türkei aufzuwachsen, in meinem eigenen Heimatland aufzuwachsen, nicht als Mensch zweiter Klasse abgestempelt zu werden, nicht dieses Stigma mit sich herumtragen zu müssen. Das sind Fragen, die ich mir immer wieder gestellt habe. Oder was wäre mein Leben gewesen, wenn ich in Österreich als Österreicher aufgewachsen worden wäre? Hätte man mich anders behandelt? Also ich denke ja, wahrscheinlich hätte man mich als den Literaten einer Generation gefeiert. Wahrscheinlich hätte man mich als den wirklichen Österreicher, als Österreichs literarische Zukunft oder dergleichen gefeiert. Alles, was nicht möglich war oder jetzt nicht möglich ist, weil ich eben Ausländer bin, weil ich eben Mensch zweiter Klasse bin, bringt es der Österreicher und die Österreicherin nicht übers Herz, mich als Österreicher zu bezeichnen, als Teil der österreichischen Kultur zu bezeichnen. Das war ja auch immer etwas, was in Österreich sehr viel für Wirbel sorgt. Ja, was sind Migranten jetzt eigentlich? Welchen Beitrag leisten Migranten der Gesellschaft? Welchen kulturellen Beitrag leisten Migranten der österreichischen Gesellschaft? Diese Fragen und Fragen, um die es sich alles dreht, weißt du? Und da fragt man sich auch, ja, wo ist der Platz der Migranten? Weil geht es noch sehr vielen Österreichern, leisten ja Migranten nichts für die Gesellschaft. So wird das immer dargestellt. Und so hat man auch mich immer angesprochen oder auch mich immer so behandelt, dass ich schlussendlich vom österreichischen Staat nur meinen Vorteil herausnehme, nur davon einen Vorteil habe, sonst dafür nichts beitrage. Und das ist so auch mit allen Ausländern sein, die in Österreich leben, die scheinbar da von der Wohlfahrt, von dem guten Zutun, sagt man so, Zutun, von dem Gutwollen der Österreicher leben, es ausnutzen und dazu nichts leisten, keinen Beitrag leisten. Und wenn die Ausländer alles etwas leisten, dann ist es meistens etwas sehr Negatives. Man spricht in Österreich
Katarreich, das ist ja ein Teil dieser Islamophobie, immer davon, dass Ausländer, die werden das Land islamisieren, Ausländer, die werden das Land zerstören, die zerstören das Land und das ist nicht mit unserer Kultur vereinbar und dergleichen. Man hört es immer, vor allem vor Wahlen und alles, kommt das ja alles hoch. Und in so einem Klima aufzuwachsen, jedes Mal eben als Mensch zweiter Klasse zu wahrgenommen zu werden, doch so zu behandelt zu werden, als ob mein Leben nichts wert sei. Also das habe ich schon sehr oft mitbekommen und auch sehr oft wurde mir das auch so offen auch gesagt, behandelt, dein Leben ist sowieso nicht wert, das ist entbehrlich, das geht sogar so weit, dass man der Meinung ist, dass man mich ohne weiteres töten kann und meine Organe entnehmen kann, weil das Leben eines Österreichers mehr wert ist als das meine. Und mit solchen Sachen dann aufzuwachsen, ist ihr selbstverständlich, also der Hass. Selbstverständlich hat man da Hass für alle Österreicher, auch wenn man die meisten nie gekannt hat, also weil einfach die Liebe fehlt. Also früher war es einmal so eine Hassliebe Beziehung. Jetzt ist es eigentlich nur mehr Hass, vor allem nach dem, was da geschehen ist. Für mich ist es unmöglich geworden, mich als Österreicher zu bezeichnen. Also ich habe sehr viele Leute ja gesehen. Das sind ja diejenigen, die meine Identität übernommen haben. Aber das, so etwas geschieht in Österreich leider Gottes im Schurkenstaat Österreich. Und die haben so meine Identität übernommen und die erzählen so oder zumindest tun so immer. Natürlich haben die alles persönliche Motive, die müssen es ja schlussendlich sagen, aber die reden so, ja, der Adem, der ist eigentlich ein stolzer Österreicher, der ist eigentlich ein Patriot. Adem, ja, der liebt Österreich. So stellen sie das immer dar. Wie gesagt, aber die müssen das sagen, weil sehr viele Leute, die meine Identität stehlen wollen oder übernehmen wollen, das sind meistens Kriminelle, die auf das Wohlwollen des österreichischen Staates und vielleicht auch der österreichischen Gesellschaft angewiesen sind. Aber das ist für mich ist das irgendwie falsch. Nach dem, was war immer so, wie ich behandelt worden bin seit meiner Kindheit, so wie meine Familie behandelt worden ist, dass man da hergeht und einfach so sagen kann, naja, der ist eben Österreicher, der ist stolz Österreicher, das spiegelt nicht die Tatsachen wider. Vor allem ist es auch für mich irgendwie auch kränkend, weil wenn ich mir so denke, jeder, weil es auch so wirkt, als ob es widerspruchslos ist oder widerstandslos ist, ja, er ist ein stolz Österreicher, wäre ich Österreicher, Österreicher würde ich ja nicht da sein, wo ich heute bin, wäre ich Österreicher, hätte man mich ja ganz anders behandelt. Mein Leben wäre ja ganz anderswo gewesen, wäre ich Österreicher gewesen, wäre ich als Österreicher aufgewachsen, dann hätte man wahrscheinlich diese ganzen Sachen, die man mit mir gemacht hat, nicht machen können, Scheinprozesse und dergleichen und alles hier. Weil dann hätte ich so etwas wie Menschenrechte. Offenbar stimmt da was nicht. Ne? Da kommt jemand her und sagt, naja, der hat ein bisschen stolzer Österreicher. Und vor allem, wenn man auch die Österreicher fragt, ist er denn Österreicher? Siehst du ihn als Österreicher? Also ich habe da sehr wenig Österreicher bis jetzt in meinem Leben getroffen, die mich auch als Österreicher anerkannt haben, sondern ich habe immer wieder Leute getroffen, die felsenfest mit mir der Meinung waren, ja, das ist ein anderer, der ist kein Österreicher, der hat mit Österreich nichts zu tun, nichts am Hut, der ist ein Fremder, also ein Ausländer. Punkt. Auch obwohl ich in Österreich geboren und aufgewachsen bin. Und dann diese ständigen Diskussionen, das muss man sich ja auch immer vor Auge führen, diese ständigen Diskussionen, das ist ja in der letzten Zeit immer und immer wieder hervorgekommen, weil ich die österreichische Staatsbürgerschaft habe. Jedes Mal diese Diskussion, sollen wir ihm die österreichische Staatsbürgerschaft entziehen? Verdient er Österreicher zu sein und solche Sachen? Ich meine, das ist schon Sachen. Welcher Österreicher muss sich so etwas gefallen lassen? Wahrscheinlich wird es welche geben, ja, aber das ist dann meistens Scherz, ja, macht man ein bisschen Schmäh, ja, ein bisschen Kabarett und dann
und dann ist es so. Aber in Wirklichkeit, wer muss sich so etwas gefallen lassen? Österreicher nicht? Oder dass sich ein Österreicher in die Öffentlichkeit anzweifeln lassen muss, ob er diese Bücher, Romane, diese Werke, die er geschrieben hat, ob er die tatsächlich selbst geschrieben hat, muss sich so ein Österreicher das in Frage stellen. Zum Beispiel Thomas Breziner, einer eisens sehr berühmter österreichischer Kinderbuchautor. Niemand fragt oder zweifelt daran, ob Thomas Breziner all seine Bücher selber geschrieben hat. Es gibt einige durchaus bedenkliche Sachen, wo man sagen könnte, dass Thomas Breziner wahrscheinlich keine einzelne Person ist, dass das eine Gruppe von Leuten ist. Da gibt es einige Indizien, das ist meine persönliche Meinung, das ist keine einzelne Person, das ist eine Gruppe von Menschen und die haben ein gewisses Ziel. Nur das wird oft gemacht in der Bücherwelt, das ist ja auch ein Geschäft. Das macht man auch mit sehr berühmten Schreibern, weil das hat den Grund, dass diese Dreh- oder generell diese Buchindustrie, das ist ein milliardengroßes Geschäft. Man muss nur Harry Potter Franchise ansehen. Da steckt ja sehr viel Geld drinnen und da will man selbstverständlich nichts dem Zufall überlassen. Und deswegen ist es auch oft so, dass da nicht nur eine Person an einem Buch arbeitet, sondern mehrere. Das ist normal, das macht man. Man sagt dann immer Unterstützung, Hilfe und so. Und wenn man dann bei Thomas Breziner liest, oder der auch ein sehr produktiver Autor ist, da bleibt sich auch die Frage dann offen, kann das alles von ihm stammen? Ist das alles von ihm oder haben da andere Leute auch mitgewirkt? In der Öffentlichkeit wird so etwas nicht diskutiert. Niemand zweifelt ihn an, obwohl Thomas Breziner Tscheche ist oder tschechischer Abstammung, zumindest der Name ist Tscheche. Aber am Ende wird er als Österreicher bezeichnet und auch so behandelt. Zweifelt jemand daran? Oder Michael Haneke, hat jemand daran gezweifelt? Hat ihn jemand öffentlich auch daran beschuldigt? Hast du deine Bücher überhaupt selber geschrieben? Sind die überhaupt von dir? Bist du überhaupt intellektuell dazu in der Lage? Das wird ja auch gefragt. Ist ein Österreicher intellektuell in der Lage, Bücher zu schreiben? Ich meine, allein die Frage, die man da hört, das wird man wahrscheinlich nie zu einem Österreicher sagen. Das wird man nie über einen Österreicher hören, dass das jemand sagt, in der Öffentlichkeit anzweifelt, ob der oder die wirklich intellektuell dazu in der Lage ist, Bücher zu schreiben. Aber ich werde angezweifelt und viele auch, viele Migranten werden angezweifelt. Sind die überhaupt intellektuell in der Lage, gute Bücher zu schreiben? Und wenn sie es tatsächlich schaffen, dann war es wahrscheinlich jemand anderes. Das sind alles die Sachen, die ich mir gefallen lassen muss. Wieso ist es dann so, dass einige mich als Österreicher bezeichnen, aber ich da in meinem wirklichen Leben einen großen Unterschied sehe, denn man merkt das ja auch, das ist ja nicht etwas, was an einem spurlos vorbeigeht. Man in Österreich hat man ja Medien, dann da merkt man zum Beispiel, wie österreichische Autoren werden da hoch gelobt und da gefeiert und mein Gott, das ist ein Jahrhundertgenie und der ist jetzt, ja, der unterstützt uns und der unterstützt unsere Kultur und der oder die leistet einen wichtigen Beitrag für unsere Kultur, für die deutsche Sprache. Und wenn man das liest und wenn man dieses Werk, dieses Kunstwerk sich zu Gemüte führt, dann das verändert einen. Das sind Sachen, die man über andere hört, ja? Aber kaum über Migranten. Vielleicht gibt es einige wenige Migranten, ja.
Wenn ich mir nur bedenke, wie ich angefeindet, angefaucht worden bin, naja, wieso machen wir uns überhaupt doch die Mühe, auf Deutsch zu schreiben? Das ist ja auch eine Sache, die ich mir immer und immer wieder gefragt habe. Und ich wollte auch von Anfang an eigentlich schon auf Englisch schreiben, weil irgendwo spürst du das. Das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, das ist eine schlimme Vorahnung, die ich irgendwie gehabt habe. Das war davor, bevor ich überhaupt zum Schreiben begonnen habe, hatte ich so eine Art Vorahnung irgendwie. Irgendwie wird da was, weil du hast ja, das war damals, davor schon, also hat es da schon einige Spannungen gegeben. Das hat Spannungen dahingehend gegeben, dass sich Leute oder dass für viele Leute es unangenehm war, dass ich überhaupt schreiben konnte. Ja, da auch das ist eigenartig. Aber in dem Sinne schreiben, in dem Sinne, dass meine rechte Hand keine Problem aufweist, sodass ich einen Stift halten kann. Wir werden dazu später kommen, was das bedeutet. Aber mir war es immer einfach, etwas zu schreiben. Und ich habe auch immer Gedanken geschrieben, gefasst, aufgeschrieben und dann die zu Buch oder zu Papier gebracht. Und du hast von Anfang an, aber das war später, das sind natürlich immer wieder solche Sachen mit diesen Vorahnungen. Ja, ich habe so eine Vorahnung gehabt und dann später hat sich das dann bewahrheitet. Ich meine, jeder hat immer so eine Vorahnung. Das ist generell, wenn man zum Schreiben mal anfängt, vor allem seriös zu schreiben, anfängt. Ich habe in meiner Kindheit auch geschrieben, aber nie mit dem Gedanken oder mit der Hoffnung, dass ich davon leben konnte. Aber wie ich da später dann auch, wie sich das alles dann konkretisiert hat, wo ich mir auch Hoffnungen gemacht habe, dass vielleicht dieses Schreiben dazu helfen könnte, dass ich zumindest so etwas wie eine Einnahme oder Einkünfte hätte. Als ich diesen Gedanken dann gefasst habe und dann begonnen habe zu schreiben, hatte ich schon irgendwo auch eine Vorahnung. Habe mir gedacht, naja, in der deutschen Sprache, das könnte schwierig werden. Vor allem, du weißt ja, der Rassismus, der ist ja allgegenwärtig. Vor allem in Österreich habe ich es ja sehr gewusst. Also, das heißt, in der Schule habe ich ja das immer und immer wieder mitbekommen. Also in der Schule, wenn da Leute irgendwie gespürt haben, dass du intelligenter bist, als sie annehmen. Was das heißt, ist, generell wird in Österreich ja angenommen, dass Ausländer, vor allem die aus dem Nahen Osten, dass das alles nur dumme Menschen sind, dass die intellektuell zurückgeblieben sind, dass die kulturell zurückgeblieben sind und dergleichen. Und wenn man dann diesen Erwartungen vorurteilen, einfach rassistischen Vorurteilen dann widerspricht, die widerlegt, mit Taten widerlegt, dann merkt man, dass Leute aggressiv werden, Hass erfüllt werden. Und das habe ich schon gespürt in der Schule und alles. Und ich habe auch versucht, das irgendwie zu umgehen, vor allem in Österreich. Ich war vom Anfang an irgendwo klar, wo ich mir gedacht habe, ja, das wird schwierig. In Österreich, das wird schwierig, also vor allem in der deutschen Sprache. Meine, das ist das, wo du dann als Autor beginnst zu schreiben. Da habe ich mir Gedanken gemacht, ja, kann ich denn nicht in einer anderen Sprache schreiben? Wäre es nicht intelligenter, in einer anderen Sprache zu schreiben? Also damals ist eben nur Englisch in Frage gekommen, aber meine Englisch Kenntnisse waren nicht so weit fortgeschritten, dass ich mir damals zugetraut hätte, dass ich schreiben kann oder dass ich in englischer Sprache schreiben kann. Also ich habe mir das einfach nie zugetraut. Ich hätte es mir gewünscht. Später bin ich dann auch immer und immer wieder zu diesem Punkt zurückgekommen. Habe ich mir gedacht, da hätte ich doch nur in Englisch geschrieben, also das hätte ich doch nur meine ersten Anfänge in englischer Sprache gemacht.
Selbstverständlich ist die englische Sprache und der englische Sprachraum, der ist ja riesig. Also man muss ja sagen, das ist in Nordamerika, das ist die USA, Kanada, Australien, Großbritannien, das ist auch Indien als Zweitsprache Englisch, das ist auch Europa als Zweitsprache Englisch. Das ist ein riesiger Raum, auch Irland ist da dabei. Das ist ein riesiger Raum und das Problem dort ist, selbstverständlich entdeckt zu werden. Also Englisch ist eines der meistgesprochenen Sprachen der Welt. Und dass man dort entdeckt wird, ist sehr schwierig, aber rückblickend betrachtet, wenn ich mir nur bedenke, was in der deutschen Sprache, im deutschen Kulturraum geschehen ist, hätte ich mir schon gedacht, da bin ich eigentlich schon der Meinung, dass das eine Veränderung oder vielleicht mein Leben anders verlaufen wäre, hätte ich von Anfang an in der englischen Sprache geschrieben und gedichtet. Wieso habe ich die englische Sprache nicht gut beherrscht? Naja, das war das Problem. Ich habe nie wirklich mich im Englischunterricht angestrengt. Das war eben ein Fehler. Ich habe nie wirklich Vokabeln gelernt. Ich habe mich nie bemüht und ich habe dann später den Preis dafür bezahlt. Und mein Rat an jeden ist, der jetzt in der Schule ist, im Gymnasium, in der Hauptschule, ich bin Hauptschule gegangen, oder irgendwo, mein Rat ist auf alle Fälle, die Englisch-Vokabeln lernen. Englisch ist wirklich eine wichtige Sprache. Sie hätte mir sehr viel geholfen, hätte ich damals schon in englischer Sprache Hätte ich damals schon in englischer Sprache geschrieben, gedichtet. Vielleicht wäre mein Leben anders abgelaufen. Vielleicht hätte man mich noch gar nicht entdeckt, aber das wäre mir auch egal gewesen, nach dem, was ich in der deutschen Sprache erlebt habe, wo man auch sagen muss und auch die Frage stellen muss, ja, inwiefern ist Österreich und auch der deutsche Sprachraum kulturell weiterentwickelt oder so weiterentwickelt, dass man auch jemanden akzeptieren kann. Das ist ja auch eine Riesenfrage oder auch, das ist meiner Meinung nach auch eines dieser Fragen. Also wie weit entwickelt ist der deutsche Kulturraum, sodass auch einen Migranten akzeptiert, sodass auch jemand, den man für fremd hält, akzeptiert wird, wo andere Gedanken, andere Sichtweisen, andere Perspektiven wertgeschätzt werden. Das ist ja auch eine Frage und eine sehr wichtige Frage. Und ich habe zu meinem Entsetzen festgestellt, ja, der deutsche Sprachraum, der mag vielleicht doch in Europa sein, das ist schon richtig, aber zu den anderen Sprachraum sind es da doch Welten. Also das habe ich schon begriffen. Dieser deutsche Sprachraum mit dem, was da geschehen ist. Also ich hätte mir schon gewünscht, hätte ich damals den Mut gefasst, weil ich habe immer wieder mir vorgenommen gehabt, na jetzt schreiben wir was in Englisch, weil Englisch hatte ich immer gute Erinnerungen an die Schulzeit und so war das eigentlich auch nicht schlimm gewesen. In Englisch habe ich mir auch immer so einfach getan, aber ich habe es dann nie übers Herz gebracht oder nie den Mut gefunden, auf Englisch zu schreiben oder auch da entsprechende Vorbereitungen zu tun, weil ich habe mir immer gedacht, naja, Deutsch ist meine Muttersprache, also egal was, auch wenn meine Eltern türkische Herkunft waren, ich bin mit Deutsch aufgewachsen, Deutsch ist bis zum heutigen Tag meine Muttersprache, heute ist es mit Bedauern, spreche ich das auch aus. Also mir wäre lieber gewesen, eine andere Sprache ist, wäre meine Muttersprache. Und ich habe auch so einen Hass auf die deutsche Sprache entwickelt, nach dem, was da alles mir passiert ist, sodass ich mir gedacht habe, jetzt musst du irgendwas machen, jetzt musst du irgendwie diese Sprache aus deinem Kopf, aus deinen Gedanken bekommen. Denn der Punkt ist ja so, dass wenn es sind selbstverständlich auch mit dem Typus ab, also der Gedankentypus, worauf ich hier hinaus will, ist, jeder Mensch denkt in
gewissen Formen. Einige Menschen denken in Gefühlen, andere in Sprache, andere durch Gehör und solche Sachen. Also es gibt Unterschiede, wie sich Menschen in ihrem Kopf Gedanken visualisieren, das alles vorstellen. Und ein Punkt, ein wichtiger Punkt ist, in welcher Sprache denkst du? Zum Beispiel, du hast irgendein Problem oder irgendwas ist passiert oder irgendwas Gutes. Du hast zum Beispiel irgendeine Prüfung bestanden oder sonst dergleichen. Du jubelst aber und in deinem Kopf sammeln sich dann die ganzen Gedanken. Von nun an wird sich mein Leben ändern. Das war eine wichtige Prüfung. Ich werde jetzt das und das machen können. Das sind ja Gedanken, die auch in einer gewissen Sprache in deinem Kopf stattfinden. Und wenn du mehrere Sprachen sprichst, dann ist es meistens so, dass du schlussendlich immer in der Muttersprache denkst. Also auch wenn du Englisch sprichst, du kannst dir das antrainieren. Also ich habe das später versucht und das geht durchaus mit Erfolg. Also ich habe das mit Englisch versucht. Ich habe auch dann gemerkt, dass du in Englisch flüssiger wirst, wenn du das versuchst. Also das ist dann wirklich eine sehr große Anstrengung. Also versuchen bedeutet, dass du normalerweise, wenn du immer in deutscher Sprache, egal was ist, denkst, auch in deinen Gedanken denkst, dass du dich dann krampfhaft, das musst du beinhart durchsetzen, dass du dann, wenn du in einer anderen Sprache denkst, du das auch konsequent durchsetzen musst. Das geht. Das braucht etwas Übung und alles und das hängt auch davon ab, wie sehr du von Englisch umgeben bist, aber das geht. Also ich habe das in englischer Sprache gemacht und der Vorteil ist doch signifikant, vor allem wenn man bedenkt, dass ich in Englisch auch geschrieben habe und auch Podcasts gemacht habe. Aber nichtsdestotrotz, du kommst immer wieder auf deine Muttersprache zurück. Warum? Weil du nicht so viele Vokabeln oder Wörter in der anderen Sprache sprechen kannst. Sprich, der Wortschatz ist sehr entscheidend. Also in der deutschen Sprache, wenn es deine Muttersprache ist oder generell in deiner Muttersprache, hast du den größten Wortschatz. Und der Wortschatz ist dann wichtig, dass du verschiedene komplexe Gedanken formulieren kannst, denken kannst, sie auch wiedergeben kannst. Und ich habe teilweise krampfhaft versucht habe, eben diese deutsche Sprache aus meinem Kopf hinaus zu bekommen, mich auf Englisch zu konzentrieren. Habe ich immer wieder so begriffen, diesen Gedanken, den du hast, diesen komplexen Gedanken, den kannst du nicht in Englisch formulieren, weil dir einfach das Vokabular fehlt. Du kennst die Wörter nicht. Hin und wieder schaust du nach, also du hast so in Gedanken, denkst du nach und heute ist es ja sehr einfach mit diesen Apps. Du kannst da sehr schnell eine App herunterladen und diese Wörterbücher, also es gibt sehr viele, sehr gute, auch kostenlose Englisch-Deutsch-Wörterbücher und da kannst du einmal übersetzen versuchen, dass du deine Gedanken in eine andere Sprache übersetzt. Das habe ich auch gemacht mit der Zeit, so dass du eben diese andere Sprache nährst und so, dass du aufbauen kannst, so dass du diese Sprache aus deinem Kopf bekommst. Ich war auch irgendwie davon besessen. Ich habe so einen Hass auf die deutsche Sprache gehabt, dass ich mir gedacht habe, das geht so nicht. Also, weil diese Sprache, die hat für mich auch so viel von Entwürdigung gehabt. Also wenn man jedes Mal in Österreich hört, ja, das sind Menschen zweiter Klasse oder wenn man jedes Mal in Österreich hört, ja, diese Ausländer, die schlussendlich schaffen die nichts, schlussendlich sind die unter uns oder schlussendlich sind wir Kulturmenschen und die nicht, sowas sagt man ja in Österreich auch, die sind diese Ausländer, die sind als kulturell unterentwickelt oder dann immer diese widerwärtigen Anspielungen auf die Sprache. Das sagt immer jeder Österreicher
Österreich, und das geht mich schon wirklich so auf den Zeiger, jeder Österreich und auch Deutscher immer so, deutsche Sprache ist eine schwierige Sprache oder so, sowas. Also das so quasi, als ob die Beherrschung der deutschen Sprache irgendeine geistige Höchstleistung wäre. Und man stellt es immer so dar, dass nur Österreicher und Deutsche dazu in der Lage wären. Also das wage ich zu bezweifeln, wenn man nur bedenkt, diese ganzen PISA-Studienergebnisse. Ich weiß schon, in Österreich sagt man dann immer, ja, das sind die Ausländer, das sind die ausländischen Kinder, die dann diesen Wert alles herunterziehen, die dann alles herunterziehen. Naja, das ist schon klar, das wird immer auf Ausländer geschoben. Aber generell auch diese Sprache, die dann wirklich zu einem Problem wird. Für mich ist es zu einem Problem geworden, weil ich mir immer wieder gedacht habe, naja, du sprichst die Sprache der Leute, die dich eigentlich nicht als Mensch sehen. Das ist die Sprache des Hasses. Das ist die Sprache, die der Meinung ist, dass du kulturell unterentwickelt bist. Und da bleibt sich dann schon die Frage auch, für mich war das auch die Frage, ja, inwiefern unterstützt du dann deren Sachen, deren Gedankengut? Oder wenn du Kulturarbeit leistest, als Migrant, und du leistest diese Kulturarbeit in der deutschen Sprache und du merkst, dass deine Errungenschaften, dein geistiges Eigentum arisiert wird. Arisiert bedeutet, dass man sagt, naja, das, alles, was der Adem gut schafft, ist deutsch und alles andere ist ausländisch. Das ist ja mir geschehen, dass man ja so erpicht darauf war, dass man die Bücher, die ich da geschrieben habe, die Verse, die Gedichte, dass man sagt, gesagt hat, ja, das ist ein Österreicher geschrieben, das ist ein Deutscher geschrieben, das war nicht er, er ist nur jemand, der es verkauft, er ist nur jemand, er ist nur ein Name. Das hat man ja auch gesagt, na, das ist nur ein Name, das sind andere Leute, die da mitwirken, Österreicher, die da mitwirken, Österreicherinnen, die da mitwirken, er ist Ausländer, er schafft da nichts. Das wurde ja auch immer wieder gesagt. Und dann merkt man auch, dass deine Kultur oder auch dein geistiges Eigentum arisiert wird, dass es einen deutschen, österreichischen Namen bekommt oder dass sogar Österreicher und Deutsche dann hervorgekramt werden und dann herkommen in alle Öffentlichkeit, dein geistiges Eigentum für sich beanspruchen und sagen, ja, das habe ich geschrieben, das ist mir alles geschehen. Das ist mir, und da bleibt sich dann schon auch die Frage, dann, inwiefern unterstützen wir jeder Ausländer, jeder Migrant, der in der deutschen Sprache schreibt, inwiefern unterstützt du dann so einen rassistischen Arisierungsprozess, wo unser Eigentum, das hat man ja später auch, macht man ja das auch mit Juden, hat man das ja gemacht oder macht man das heute noch. Heute ist man sehr stolz drauf. Man sagt immer von einem christlich-jüdischen Kultur, 100 Jahre davor hat es noch ganz anders geklungen. 100 Jahre davor hat man in Österreich und im deutschsprachigen Raum war man noch der Meinung, dass man sich vor diesem jüdischen Intellektuellen bewahren muss, schützen muss, dass man dagegen Barrieren aufstellen muss, dass man die Verjudung und alles verhindern muss. Solche Sachen wurden damals gesagt. Es war durch und durch antisemitische Zeit. Und erst jetzt, nachdem Juden in dieser unmenschlichen und brutalen Art und Weise ums Leben gekommen sind oder einfach auch geflohen sind, um ihr Leib und Leben fliehen mussten, jetzt, wo keine mehr da sind, jetzt kommt man dann her und sagt, naja, wir haben doch eine... Jetzt ist man irgendwie mehr wohlwollender, anerkennender. Juden haben auch für die Kultur beigetragen. Juden sind auch Teil der Kultur gewesen. Und wo steht dann der Mensch?
Wo bist du? Dann als Migräne, als Einzelner, wenn du siehst, diese offene Scheinheiligkeit, was da einem um die Ohren schlägt, wo Sprache dann sehr wichtig ist, die Bedeutung auch für deine Identität sehr wichtig ist und auch als Schriftsteller ist ja Sprache sehr wichtig, vor allem in welcher Sprache du schreibst, in welcher Sprache du Gedanken formulierst, diese ganzen Imaginationen, die du hast, das ist ja auch wichtig. Oder ich habe früher immer so gedacht, ja, oder so wurde ja das immer auch so vermittelt, wenn man bedenkt in den Medien, im Fernsehen und alles. Ein Schriftsteller, das ist jemand, der immer die Sprache super beherrscht. Ja, die sind an der vordersten Front Schriftsteller. Ja. Die haben ein unbegrenztes Vokabular, die können da Vergleiche anstellen und alles. Also so habe ich das immer gesehen, so habe ich auch das immer im Fernsehen wahrgenommen, ja, dass Schriftsteller immer so dargestellt worden sind, dass sie so einen umfangreichen Wortschatz haben, so eine lebhafte Sprache, sie beschreiben können und alles und dass das einzigartig ist und dass ein wirklicher Schriftsteller durch die Sprache sprechen kann. Das Phänomen der Sprache voll ausnutzen kann. Das wurde ja so vermittelt. Und ich habe auch lange Zeit immer wieder so gedacht, naja, Sprache ist eigentlich wichtiger. Vor allem, dass man die Sprache beherrscht, dass man die Sprache auch die Grenzen der Sprache ausweitet. Ja, ist das nicht der Schriftsteller, der das macht, ja, der Sprache oder der Dichter, der eben die Grenzen der Sprache ausweitet, Goethe und alle seine Gedichte, die sehr viel zu der Etablierung der deutschen Sprache in dieser Art und Weise, die wir heute kennen, beigetragen hat. Und inwiefern das dann wichtig ist, dass diese Sprache so etabliert ist, aber auch als Schriftsteller, inwiefern es wichtig ist, dass du eben diese Sprache beherrschst oder kann man sie überhaupt beherrschen? Also laut Österreichern oder generell ist ein Ausländer fähig, die deutsche Sprache zu beherrschen? Das sind schon Fragen, die da hervorgeschoben werden oder in einem vorgebracht werden, wo man auch immer wieder nachgedacht hat oder wo ich auch immer wieder nachgedacht habe, naja, wo ist ein Platz innerhalb der deutschen Sprache? Oder ich habe auch immer an Deutsch schlechte Erfahrungen gehabt, also Deutsch, das habe ich auch später erfahren, also dass die Lehrerin, die ich in Deutsch gehabt hatte, dass das eigentlich keine richtige Lehrerin war, sondern eine sadistische Nonne, die da sich als jemand anderes ausgegeben hat und nur zum Jux und Tollerei da in die Schule gegangen ist und Leute niedergemacht hat auf eine sadistische Art und Weise. Diese Frau hat mich später auch versucht umzubringen. Und nicht nur mich, sondern auch meine Kinder. Ja, das machen auch katholische Nonnen. Wie dem auch sei, und es hat eben eine sehr schlechte Erfahrung an die Sprache gegeben, an diese deutsche Sprache. Und ich habe mir immer wieder gedacht, naja, da kannst du eigentlich nicht. Deutsch war immer so kalt für mich. Also das war immer so eine kalte, Distanziertheit gehabt. Also ich habe mich nie so wohl gefühlt in der Sprache, aber es war die einzige Sprache, die ich eben sehr gut beherrscht habe. Das ist bis zum heutigen Tag auch der Fall. Also ich habe jetzt davor türkisch Vokabeln gelernt, also wirklich en masse wollte ich meinen Kopf mit voll vielen Vokabeln vollstopfen, die Sprache meiner Eltern lernen, mich so eine Art Zugehörigkeit erfahren. Es ist zum Teil durchaus gelungen, aber ich habe auch immer wieder gemerkt, naja, die ganzen Übersetzungen dieser Vokabeln, die sind meistens in die deutsche Sprache, sodass die deutsche Sprache sogar dort noch wichtig ist. Also man merkt dann irgendwie, man kann dieser verhassten Sprache dann irgendwie nicht entkommen. Sie ist immer in einem drin, sie verfolgt immer in einem und das führt dann auch irgendwie zu einer Depression.
Oder ich habe mir immer wieder gewünscht, oder das ist bis zum heutigen Tag mein Wunsch, in einem Land zu leben, bis an den Rest meiner Tage, wo ich nicht Deutsch sprechen muss, wo ich befreit bin von dieser Bürde, wo ich nicht jedes Mal erinnert werden muss und erinnert werde, jeden Tag, dass ich ein Mensch zweiter Klasse bin, dass ich ein Mensch bin, der für viele Österreicher scheinbar nicht verdient zu leben. Und das sind schon Sachen, die einen nicht in Ruhe lassen, wo man so denkt, naja, was mache ich hier eigentlich? Weil es hat auch sehr viele Gedanken, psychische Gedanken, die sich da herumkreisen. Also wenn man einmal versucht, von dieser Sprache loszukommen, versucht einmal davon, sich zu befreien. Das ist alles nicht einfach. Vor allem Schreiben ist nicht einfach, Gedanken zu formulieren. Und wenn man daneben diese Leute hört, die da meine Identität wahrnehmen, sie übernehmen und dann durch die Straßen laufen, oh, ich bin auch Adem und ich bin stolzer Österreicher, denke ich mir schon, also das hat nichts mit der Realität zu tun, also das hat nichts auch damit zu tun, wie du behandelt wirst, und das ist auch meiner Meinung nach eine Verkennung der Sache, wie ich behandelt werde, wie ich in der Öffentlichkeit behandelt werde, als ob das alles nichts bedeuten würde, als ob man da einfach als ob man das einfach so wegwischen kann. Das ist schwierig irgendwie. Das ist nicht schwierig, aber das ist zermürbend irgendwie, so etwas erfahren zu müssen und auch mit so etwas dann auch fertig werden zu müssen, aber es ist dann, wo man sich auch dann fragt, was sind das nur für geisteskranke Menschen, die scheinbar nichts Besseres zu tun haben, als die Identität von jemandem zu übernehmen. Viele von denen sind Kriminelle, also, oder auch viele versuchen, das habe ich auch dann gemerkt, später, als es dann geheißen hat, oh, das ist ein Held, der hat sich da bewährt. Wie gesagt, ich habe mich da nie an das erinnert, was da geschehen ist. Und auch später, also mühsam, diese ganzen Erinnerungen wieder gefunden. Später, wie sich dieser ganze angebliche Heldenstatus sich etabliert hat. Und da haben sich dann auch einige gefunden, die unbedingt von diesem Heldenstatus etwas haben wollten, und auch sehr viele Kriminelle, die kurz vor einer Verhandlung, vor einer Gerichtsverhandlung oder sonst dergleichen standen oder stehen, die dann sich Hoffnungen machen, naja, wenn Leute glauben, dass ich Adem bin, wird man mir wahrscheinlich ein milderes Urteil geben. Auch das ist irgendwie im Widerspruch zu dem, was bei mir geschieht. Also wenn ich nur bedenke, was da geschehen ist, also diese ganzen Scheinprozesse, die ich über mich ergehen lassen muss, und auch wie ich in der Öffentlichkeit behandelt werde. Also wie kann da jemand der Meinung sein, dass wenn er sich als mich ausgibt, dass er dann in einem Gerichtsverfahren ein mildes Urteil bekommt? Vor allem, wenn man nur bedenkt, dass es immer wieder dieser Hass der Österreicher, der einem um die Ohren schlägt, ja, der mich als Menschen zweiter Klasse zu bezeichnen. Wie kommt jemand nur so darauf, dass sich dann da etwas verändern würde, dass sich in einem Gerichtssaal Leute dann also milde zeigen würden? Wie stellen sich diese Leute das vor? Milde, die mir nie gezeigt worden ist. Also wenn ich nur bedenke, da was da sogar in den Medien, sogar da absichtlich und auf den sozialen Medien und so, dass da absichtlich falsche Informationen verbreitet werden, absichtlich Sachen verbreitet werden, die nicht stimmen, und die Leute auch wohlwissend das verbreiten, die das und auch wissen, dass das nicht stimmt. Dass man versucht, mich mit Dreck zu bewerfen oder mich auch in der Öffentlichkeit zu vernichten versucht. Wie kann dann jemand im gleichen Klang und im gleichen Sinne herkommen
und der Meinung sein, naja, wenn ich mich als Adam ausgebe, als Adam Kirbas ausgebe, wird man mir vor Gericht ein mildes Urteil geben oder man würde mich wertschätzen. Das ist ja auch etwas, du gehst ja nicht mit einem Namen hausieren, der in der Öffentlichkeit zerrissen wird, der in der Öffentlichkeit lächerlich gemacht wird oder der in der Öffentlichkeit, worüber man und über den man in der Öffentlichkeit sagt, naja, der hat seine Bücher selber gar nicht geschrieben. Das ist nur der Name einer Gruppe und dergleichen. Wie kann man dann mit seinem Namen stolzieren gehen und hausieren gehen? Also ich kann mir das vielleicht schwer vorstellen, also ich weiß nicht was, aber wenn ich nur bedenke, wenn ich mal stolz auf jemanden sein will oder mal mich hausieren gehen will mit einem Namen, mit einem Familiennamen oder sowas, dann würde ich mir schon denken, gehst du mit einem Namen herumstolzieren, der auch irgendeinen Wert hat? Also ich weiß nicht, im deutschsprachigen Raum, naja, was für ein Name hat, sehr viel Ansehen. Ja. Ich könnte es jetzt nicht sagen, aber generell muss man ja sagen, ja, in Österreich vielleicht haben von ehemaligen Spitzenpolitikern ein paar Familiennamen so etwas wie Ansehen, vor allem wenn sie etwas Gutes erreicht haben, so etwas wie Ansehen oder Ansehen gehabt, bis man später dann erfahren hat, was diese Leute in ihrem Privatleben dann getrieben haben. Zum Beispiel Bruno Kreisky. Bruno Kreisky war ein sehr berühmter linker sozialdemokratischer Bundeskanzler, der sogar eine Ära nach ihm, oder sogar eine Ära wurde nach ihm benannt, die Ära Kreisky, in der er sehr viele Reformen in Österreich durchgesetzt hat und sehr viele Reformen vollbracht hat und auch Österreich in einen Sozialstaat verwandelt hat. Später, und dieser Name, dieser Bruno Kreisky, der war ja sehr hoch angesehen, war angesehen, bis man dann später, also das ist, natürlich ist es nie in die Öffentlichkeit gelangt, also das hat man bis zum heutigen Tag, Leute wissen darüber, Leute reden darüber und weil es schon in der Vergangenheit ist, sind die jüngeren Leute, die kümmert so etwas weniger, aber später hat man dann erfahren, naja, was hat der eigentlich in seinem Privatleben so alles gemacht und das war schon erschreckend. Und wo man dann auch später gesagt hat, naja, das schmälert irgendwie sein Ansehen, wo man dann später auch fragen muss, ja, was ist es jetzt? Soll man nur den Politiker, die Fassade beurteilen oder soll man auch den Menschen beurteilen? Also wenn wir von Bruno Kreisky sprechen, sollen wir da den ganzen Menschen beurteilen oder sollen wir da nur das beurteilen, das Kreisky oder das, was Kreisky für die Gesellschaft gemacht hat, auch wenn er in seinem Privatleben oder auch als Mensch abstoßend war. Vor allem dadurch, was er da gemacht hat. Das ist, wie soll jetzt darauf reagiert werden und diese ganzen Sachen? Was sagt es über ihn als Mensch aus? Das sind ja auch alles Fragen, die man über sich ergehen lässt, wo man auch später sagen muss. Aber wie gesagt, also wenn man so einen Namen hat, oder wenn man mit einem Namen hausieren gehen will, dann will man ja meistens, dass es auch ein Name ist, der Ansehen hat. Warum, frage ich mich, gehen da Leute mit meinem Namen hausieren oder gehen durch die Sachen und alles. Und da hat sich doch, und das haben einige, haben dieses Problem scheinbar auch erkannt. Naja, der Adam, der wurde in der Öffentlichkeit so zerrissen, dass man wohl mit seinem Namen kaum etwas machen kann, kaum einen eigenen Vorteil daraus schlagen kann. Jetzt ist es vielleicht besser, dass man den Namen arisieren, dass man jemand anderen als den Urheber der ganzen literarischen Werke und alles sehen. Das ist auch eines der
Gründe, warum ich bis zum heutigen Tag keinen Zugang zu meinem eigenen geistigen Eigentum habe. Weil, wie gesagt, und das alles, nachdem meine Erinnerungen ausgelöscht worden sind mit dieser Substanz, dass ich bis zum heutigen Tag nicht die Möglichkeit habe, eben zu meinem geistigen Eigentum zu gelangen. Das ist Österreich, weil einige die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben haben, dass es wahrscheinlich zu einer Arisierung kommen würde, dass sich dann ein Österreicher, ein waschechter Österreicher finden wird, der dann in die Öffentlichkeit tritt, was übrigens auch geschehen ist, ja, der dann in die Öffentlichkeit tritt und dann sagt der ganze Urheber dieses geistigen Eigentums bin ich. Ja, da haben einige Leute scheinbar immer noch nie die Hoffnung aufgegeben dazu. Es ist schade irgendwie, weil dieses geistige Eigentum, das würde mir helfen, vieles schneller zu erinnern, vieles schneller zu begreifen, weil ich aber, also ich erinnere mich immer mehr und mehr, ich habe doch sehr viel geschrieben, also Bücher, Romane, Gedichte, aber auch sehr wichtige philosophische Abhandlungen. Und also ich habe es auch versucht zu googeln, also ich gehe mal davon aus, dass die das entweder unter einem falschen Namen veröffentlicht haben oder irgendwie versteckt halten. Also ich habe es auch versucht zu googeln, dieses geistige Eigentum zu irgendwie da doch noch der Zugang dazu zu haben, weil es wirklich sehr wichtig für den Erinnerungsprozess ist. Aber ohne Erfolg. Ja, das ist auch Österreich. Ja. Das ist leider Gottes, wiederholt sich da die Geschichte immer und immer wieder. Also diese Arisierungsprozesse, das hat es auch dann gegeben, als die Nazis in Österreich die Macht ergriffen hatten, durch den Jubel und Beifall vieler Österreicher. Es ist alles geschehen. Es ist traurig und meistens auch zermürbend immer, das ist ja Knochenarbeit. Man muss ja vorstellen, also du hast deine ganzen Erinnerungen verloren. Das ist etwas, was du am Anfang ja nicht weißt. Ich bin ja jahrelang oder davor, gehst du so durchs Leben, du denkst, da das und jenes, hast keine Ahnung, was da geschehen ist und alles. Und erst später allmählich erinnerst du dich dann dieser ganzen Sachen. Und du erinnerst du dich auch, ja, da gibt es eigentlich Dokumente, Schriftstücke, die mir helfen könnten, mich besser zu erinnern, vor allem was geschehen ist. Und dann merkst du, dass von der Staatsseite, vor allem auch mit dem Zweck, das zu verhindern, dieses geistige Eigentum von dir ferngehalten wird. Da will jemand offenbar nicht, dass ich mich erinnere. Wobei man auch sagen muss, die wollen auch nicht, dass man mich erinnert, weil eben hinter meinem Rücken all diese Gerichtsverfahren laufen, zu denen ich bis zum heutigen Tag nicht eingeladen bin, obwohl ich Opfer bin, also obwohl ich immer und immer wieder angegriffen wurde, attackiert worden bin. Man versucht hier wirklich, also und ich habe das auch so gemerkt in Österreich, also man versucht in Österreich wirklich da gründlich mit deutscher Gründlichkeit sicherzustellen, dass ich mich nicht mehr erinnere oder dass ich nie einen Anspruch auf mein geistiges Eigentum legen kann. Also das habe ich schon gemerkt und das ist auch einmal mehr das ein Beweis, wie widerwärtig und ekelerregend einige Leute da sind, immer noch sind. Und das hat auch wieder mich darin bestärkt, dass eigentlich in der deutschen Sprache irgendetwas zu schreiben, publizieren und dergleichen eigentlich umsonst ist. Dass es mir am meisten schadet oder dass ich mich dann anfeinden lassen muss oder Leute mein geistiges Eigentum einfach mir entreißen und sich selbst als deren Urheber darstellen.
Das ist die erste Stunde. Also ich habe da jetzt gemerkt, wir haben jetzt die erste Stunde vorbei. Ich werde später weitermachen. Das war Adem Kirbas aus Ordu in der Türkei. Ich wünsche euch alles Gute.